Hallo zusammen, ich bin Wolfgang Bischoff und das ist der zweite Teil meiner Videoserie Umfragen auswerten mit R. Wenn du selbst eine Umfrage erstellst, kannst du einfach die R-Dateien aus den nächsten Videos nehmen und sie an deine Situation anpassen, ohne nachzudenken, wie die Befehle genau funktionieren. Aber wenn du die R-Grundlagen beherrschst, verstehst du, was die Befehle tun und kannst auch mal etwas anderes als den Standard auswerten. Deswegen erkläre ich dir in diesem Video, was es mit Vektoren, Funktionen, der Recycling-Regel, NAs, dem Pipe-Operator und der Indexselektion auf sich hat. Gleich nach dem Intro geht's los. Stell dir vor, du gibst ein großes Gartenfest mit 250 Gästen. Damit das Fest auch den jungen Gästen in guter Erinnerung bleibt, möchtest du allen unter 18 Jahren nach dem Fest ein kleines Gastgeschenk zuschicken. Dazu musst du wissen, wie viele Gäste unter 18 auf deinem Fest waren und natürlich auch, wie sie heißen. Dazu erstellen wir das Projekt Gartenfest 2023 in einem neuen Verzeichnis und öffnen den Skripteditor. Namen und Altersangaben schreiben wir jeweils in einen Vektor. Das ist eine geordnete Ansammlung von Elementen des gleichen Datentyps. Bei Namen ausschließlich aus Zeichenketten, bei Alter ausschließlich aus Zahlen. Wir definieren die Vektoren über den Zuweisungsoperator, den man mitsamt umgebender Leerzeichen erhält, wenn man den nützlichen Shortcut Alt-Minus verwendet. Der Einfachheit halber schreiben wir nur 5 Gäste in unsere Vektoren. In Wirklichkeit stehen da natürlich alle 250 drin. Das C steht dabei für Combine, weil die einzelnen Elemente zu einem Vektor kombiniert werden. Außerdem musst du wissen, dass R case-sensitive ist, also Namen kleingeschrieben, was anderes ist als Namen großgeschrieben. Bevor wir herausfinden können, wie viele Gäste unter 18 Jahre alt sind und welche das sind, müssten wir einen kurzen Ausflug in die Grundlagen von R machen. Wenn man zwei Vektoren verknüpft, werden die Operationen üblicherweise komponentenweise ausgeführt. Wenn dabei einer der Vektoren kürzer ist als der andere, wird er so lange wiederholt, bis er so lang ist wie der andere. Diese Regel bezeichnet man als Recycling-Regel. Und das funktioniert auch für Vektoren aus Zeichenketten und auch dann, wenn man den Vektor nicht vollständig wiederholen kann. Wenn man nun mit Paste die Zeichenketten komponentenweise zusammenfügt, wird der kleinere Vektor nur teilweise recycelt. Der Vorteil der Recycling-Regel zeigt sich beispielsweise bei Vergleichen. Wenn man für jeden Gast wissen möchte, ob sie oder er unter 18 Jahre alt ist, kann man den Vergleich Alter kleiner 18 durchführen. In der Mathematik geht das nicht, weil man Vektoren nicht mit Zahlen vergleichen kann. Aber mit der Recycling-Regel geht das, weil R die 18 so oft wie nötig wiederholt und dann komponentenweise Vergleiche durchführt. Schließlich erhältst du einen Vektor aus Wahrheitswerten, die für jeden Gast angeben, ob sie oder er unter 18 ist oder nicht. Übrigens, wenn du jedem der 5 Gäste wegen der Buchhaltung noch eine durchlaufende Nummer geben willst, kannst du einen neuen Vektor über den Befehl SEQ für Sequence definieren. Oder auch einfach nur 1.5 eingeben. Was ist denn jetzt mit der Anzahl der unter 18-Jährigen auf deiner Party? Ich möchte endlich die Bestellung aufgeben. Ja, ich mach's ja gleich. Hätt's mir nicht so. Also, um aus dem Vektor mit den Wahrheitswerten unter 18 ja, nein die Anzahl der unter 18-Jährigen zu berechnen, brauchen wir eine Funktion. Funktionen haben alle den gleichen Aufbau. Man steckt etwas hinein, nämlich die Argumente, und kriegt was raus, nämlich den Rückgabewert. Welche Argumente das sind und wie der Rückgabewert prinzipiell aussieht, erfährst du über die Hilfefunktion. Für unser Problem gibt es die Sum-Funktion. Da steckt man einen Vektor hinein und Sum zählt alles zusammen. Aber Obacht! Wie kann man den Wahrheitswert zusammenzählen? Kein Problem für R,
Denn R wandelt vor der Summation jedes True in eine 1 um und jedes False in eine 0. Sum zählt in diesem Fall also die Nullen und Einsen zusammen, was das gleiche ist, wie die Anzahl der Einser zu zählen. In unserem Beispiel also zu zählen, wie viele Gäste unter 18 sind. Und voilà, in unserem Mini-Datensatz haben wir 2 Kinder und Jugendliche. Natürlich gibt es noch jede Menge weiterer Funktionen. Zum Beispiel könntest du den Altersdurchschnitt oder genau ausgedrückt das arithmetische Mittel des Alters mit Mean Alter ausrechnen. Im letzten Video kam die Funktion Rep für Repeat vor, die einen Vektor zurückgibt, in dem das erste Argument so oft wiederholt wird, wie es das zweite Argument verlangt. Die Reihenfolge erst Funktionsname, dann Argument entspricht nicht immer dem natürlichen Denken. Oft ist es andersrum. Man hat Daten, wie zum Beispiel das Alter unserer Gäste, und will dann etwas machen, zum Beispiel das arithmetische Mittel ausrechnen. Um diese natürliche Reihenfolge besser abzubilden, gibt es in R den Pipe-Operator, zu Deutsch Röhrenoperator. Man baut quasi eine Röhre zur Funktion und kann von vorne etwas in das erste Argument hineinfüllen. In R geht das so. Alter, senkrechter Strich, größer, Mean. Das Zeichen in der Mitte stellt einen Trichter von links nach rechts dar. Um das nicht jedes Mal lästig eintippen zu müssen, gibt es den Shortcut Steuerung Shift M. Damit der korrekt funktioniert, musst du über Tools, Global Options, Code noch einen Haken bei Use Native Pipe Operator setzen. Weitere Argumente gibst du dann in der Funktion an. Zum Beispiel, ich soll alles dreimal schreiben, Pipe Operator, Rep 3. Oh nein, nun ist dir leider dein Schnapsglas umgefallen. Und zwar, Murphy's Law, direkt auf deine Liste. Du kannst die entsprechenden Zeilen nun leider nicht mehr lesen und hast fehlende Werte in deiner Liste. Nicht zugängliche fehlende Werte werden in R mit NA für Not Available gekennzeichnet. Dein Altersvektor würde dann also zum Beispiel so aussehen. Wenn du jetzt herausfinden möchtest, wie viele Kinder und Jugendliche unter den Gästen sind, erhältst du NA, weil R ja nicht weiß, ob die nicht bei lesbaren Altersangaben kleiner oder größer als 18 waren. Genau genommen liefert der Vergleich Alter kleiner 18 an den beiden Stellen korrekterweise NA, was R bei der Summation nicht in eine Zahl umwandeln kann. Wenn du aber trotzdem wissen willst, von wie vielen Gästen du sicher weißt, dass sie jünger als 18 sind, rufst du die Hilfefunktion zusammen auf, indem du ein Fragezeichen vor dem Befehl setzt. Ein erster Blick genügt, um zu sehen, dass es die Option na.rm gibt. Das steht für NA Remove, also lösche die NAs. Standardmäßig werden die NAs nicht gelöscht. Aber wenn wir die Option na.remove auf True setzen, erhalten wir die Anzahl der Gäste, von denen du sicher weißt, dass sie jünger als 18 sind. Wenn du zusätzlich noch wissen willst, wie viele Einträge unleserlich sind, kannst du das mit sum is na alter herausfinden, weil die Funktion is na genau dann True liefert, wenn ein fehlender Wert vorliegt. Jetzt möchtest du natürlich noch wissen, wie die Gäste heißen, denen du ein Geschenk schicken möchtest. Diese Aufgabe führt uns in die Welt der Selektion oder Auswahl von Elementen aus einem Vektor. Schauen wir uns nochmal die beiden Vektoren unserer stark vereinfachten Gästeliste an. Zunächst mal ist wichtig zu wissen, dass die Zählung der Elementpositionen ganz normal bei 1 beginnt und nicht mit 0 wie in einigen anderen Programmiersprachen. Wenn du zum Beispiel das Alter der dritten Person erfahren willst, tippst du Alter eckige Klammer auf 3 eckige Klammer zu und erhältst 16. Oder wenn du die Namen der dritten und fünften Person wissen willst, tippst du Namen eckige Klammer auf C35
eckige Klammer wieder zu und erhältst Max und Johanna. Das ist die Selektion nach Position. Du kannst aber auch Elemente mit einem Vektor aus Wahrheitswerten selektieren. Zum Beispiel liefert Namen, eckige Klammer auf True, False, True, False, False, eckige Klammer zu, die Lena und den Max. Der Clou besteht nun darin, eine Bedingung in die eckigen Klammern zu schreiben. Zum Beispiel Alter kleiner 18. Daraus macht R intern, zunächst mal wegen der Recycling-Regel, einen Vektor aus Wahrheitswerten. Und zwar False, False, True, False, True, weil nur Max und Johanna unter 18 Jahren alt sind. Dann führt R die Selektion nach diesen Wahrheitswerten durch und man erhält die Rückgabe Max und Johanna. Steckt man die Bedingung in den Vektor Alter, so erhält man auf intuitive Art und Weise das Alter aller unter 18-Jährigen. Das ist die Selektion über Wahrheitswerte. Damit ist unsere Aufgabe gelöst und wir können die Geschenke verschicken. Kurz zusammengefasst. Die grundlegende Struktur in R ist der Vektor. Da stehen lauter Zahlen drin, wie beim Alter, oder lauter Zeichenketten, wie im Vektor Namen. Werden zwei Vektoren verknüpft, gilt die Recycling-Regel. Sie sorgt dafür, dass die Elemente des kürzeren Vektors so lange wiederholt werden, bis die Größe des längeren Vektors erreicht ist. Das ist besonders bei Vergleichen sehr hilfreich. Funktionen berechnen aus Argumenten einen Rückgabewert. Zum Beispiel berechnet die Funktion SUM aus dem Vektor, der die Höhe der Geldgeschenke der einzelnen Gäste enthält, die Gesamtsumme der Geldgeschenke. Mit dem Pipe-Operator kannst du die Reihenfolge Funktion-Argument umdrehen und so an die Intuition anpassen. Zum Beispiel, wenn du 50, 100 und 70 Euro bekommen hast und anschließend wissen willst, wie viel das insgesamt ist. Fehlende Werte werden in R mit NA gekennzeichnet. Du kannst über Optionen einstellen, wie NAs in Funktionen behandelt werden sollen. Wenn du zum Beispiel nicht mehr weißt, wie viel dir Tante Erna geschenkt hat, liefert SUM 50 NA 70 NA.remove gleich false NA und das gleiche mit NA.remove gleich true 120. Um Elemente aus einem Vektor auszuwählen, verwendest du eckige Klammern. In den eckigen Klammern kannst du zwischen zwei Alternativen wählen. Bei der Selektion nach Position schreibst du einfach alle Positionen rein, die du auswählen möchtest. Bei der Selektion über Wahrheitswerte schreibst du an alle Positionen, die du auswählen möchtest, ein True und an alle anderen ein False. Die Selektion über Wahrheitswerte ist besonders dann nützlich, wenn du die Wahrheitswerte über einen Vergleich berechnest. Danke, dass du so lange dran geblieben bist und mir die Chance gegeben hast, dir die Grundlagen in R zu erklären. Auch wenn dir das vielleicht unnötig erscheint, weil du einfach nur eine Umfrage auswerten wolltest. Im nächsten Video legen wir dann auch endlich los damit. Ich freue mich auf dich.